Servus Leute, ja, Game of Thrones, die Serie, diese Mega-Serie ist nun ja, abgeschlossen, obwohl es immer noch den letzten Teil als Buch, glaube ich, gar nicht gibt. Ja, aber nichtsdestotrotz, ein weiterer absoluter Knaller hat sich ja vor einiger Zeit angekündigt. Tja, tatsächlich soll bei Amazon Prime, bei Amazon Video, bei Prime Video, glaube ich, heißt es, ne? Soll eine Serie um Mittelerde erscheinen. Scheinbar ist für 250 Millionen Dollar oder irgendwie so oder Euro, ist egal, es sind auf jeden Fall ein Haufen Geld, sind die Rechte für eine Serie vom Tolkien Estate erworben worden. Wie es ausschaut, muss auf jeden Fall bis 2021 oder so mit den Dreharbeiten oder mit der irgendwie so begonnen werden. Die haben sich verpflichtet, mindestens 5 Staffeln zu drehen. Tja, und es wird damit gerechnet, dass das Ganze über 1 Milliarde Dollar kosten soll. Boah, wahnsinnig viel Geld. Ja, und seit einiger Zeit wird auch gerätselt, um was es denn jetzt in dieser Herr der Ringe oder Mittelerde Serie gehen würde. Am Anfang hat man vielleicht gedacht, boah, da wird halt dann der Hobbit und der Herr der Ringe in einer Ultra XX Large Fassung gedreht und das Ganze irgendwie auf 5 Staffeln gestreckt, aber dem ist nicht so. Weiter wurde dann gerätselt, vielleicht wird ja noch die Vorgeschichte irgendwie von der Herr der Ringe, von der Hobbit verfilmt, vielleicht mit einem jungen Aragorn. Da ist man sich schon ziemlich sicher gewesen, dass eben bei dieser Serie das Leben von Aragorn vor der Hobbit, vor der Herr der Ringe verfilmt werden würde. So wie es jetzt aussieht, ist das erstmal jedenfalls für die erste Staffel absolut vom Tisch. Ja, mittlerweile hat sich aber herauskristallisiert, dass es in dieser Serie, in der ersten Staffel jedenfalls, ums zweite Zeitalter sich drehen soll. Der Herr der Ringe und die ganzen Geschichten von Tolkien über Mittelerde erstrecken sich ja über 4 Zeitalter. Das erste Zeitalter, das ist ungefähr knapp über 30.000 Jahre erstreckt sich dieses. Das zweite und das dritte Zeitalter, die sind etwas über 3.000 Jahre lang, und dann kommt eben nach dem Sieg über Sauron und die Vernichtung des einen Rings ist dann eben das vierte Zeitalter. Von Amazon so mehr oder weniger bestätigt bekommen hat, wird das auf jeden Fall mit der ersten Staffel im zweiten Zeitalter beginnen. Wie gesagt, es war anfänglich sehr viel spekuliert worden, dass es um das Leben von Aragorn eben sich dreht und da eben die Vorgeschichte zu der Hobbit und dann eben der Herr der Ringe. Aber das könnt ihr erstmal vergessen. Es ist gar noch nicht so viel bekannt. Das ist
dass die mittlerweile ist es bekannt eben, dass es mit dem zweiten Zeitalter beginnen wird. Ja, dass mittlerweile John Howe und Tom Snippy, nee, Shippy heißt der, glaube ich, ne? Verpflichtet wurden. John Howe, der, das ist ein ganz berühmter Illustrator, der ja, sich für ganz viel Cover-Designs und alles rund um der Herr der Ringe ja, auszeichnet. Auch hat der maßgeblich am Filmset-Design von der Herr der Ringe und dann später von der Hobbit, von den Verfilmungen von Peter Jackson, mitgewirkt. Und dieser Tom Shippey ist einer der absolut ja, berühmtesten und ja, Tolkien-festesten Leute, die es so überhaupt gibt. Der ist ein richtiger Tolkien-Wissenschaftler. Und damit das alles ja, ja, richtig abläuft, diese Serie, damit die einen wirklichen tolkieniastischen Hintergrund und festes Wissen hat, hat man die beiden verpflichtet. Das sind wirklich große, große Tolkien-Spezialisten. Was sich jetzt weiter rausgestellt hat, man hat für die ersten beiden Folgen wohl mittlerweile einen Regisseur gefunden. Und zwar J.A. Bayona heißt der gute Mann. Ja, das ist der Regisseur von zum Beispiel Jurassic World und solchen Filmen. Also scheinbar ja, recht guter Regisseur für solche Projekte. Das ist aber ja, eigentlich schon mit das Einzige, was man so wirklich weiß. Was auch noch so, ja, so halbwegs klar ist, ist, dass es wahrscheinlich in Edinburgh in den Lathe Studios gedreht werden wird, oder große Teile, und auch große Teile in Schottland gedreht werden. In diesen Studios ist zum Beispiel Infinity Wars gedreht worden, also Avengers Infinity Wars. Und ja, das ist jetzt ist auch ein ziemlich neues, neues Studio. Also das wurde erst vor kurzem überhaupt gebaut. Und scheinbar sollen die Dreharbeiten da ja, stattfinden. Ja, das ist jetzt aber schon leider ziemlich alles, was man wirklich weiß über diese Serie. Soll im zweiten Zeitalter stattfinden. Und ich, ja, ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe mir mal die, ja, den ganzen Stoff mal zur Hand genommen und habe mir mal das jetzt ein paar Tage lang durchgeforstet und mir das überlegt, was wäre wohl am sinnvollsten oder was wären die sinnvollsten Abläufe. Und die möchte ich euch jetzt ganz kurz mal so spoilern. Also falls ihr nicht wissen wollt, was ich so denke, wie diese Serie wohl ablaufen wird, diese 5 Staffeln, ja, dann ciao. Ja, ich denke jedenfalls, dass die erste Staffel beginnt mit dem Ende des zweiten Zeitalters, der Krieg des Zorns, Schlacht Valinors um den Thangorodrim und die Rückkehr der Noldor nach Westen, nach Valinor.
die Gründung der Grauen Anfurden, Gründung Numenors durch die Edain und den Aufstieg zur Macht, Noldor errichten das Reich in Eriador. Sauron wählt Mordor als seinen Stützpunkt. So. Sauron lehrt elbische Schmiede, die Ringe der Macht zu schmieden. Sauron schmiedet den einen Ring. Sauron dringt nach Eriador ein und dann kommt die Numenorische Flotte. Die schicken da so eine riesige Flotte und besiegen Sauron. Ich glaube, mal grob so umrissen, sind das so die groben Handlungen dieser ersten Staffel. Ich könnte mir dann eben vorstellen, weiter mit der zweiten Staffel, gründen ja die Numenore Kolonien in Mittelerde und steigen weiter zur Macht auf. Ne? Und dann sind ja vorher diese Ringe geschmiedet worden. Ja, und das würde ich mal denken, so der erste Auftritt der Nazgul, dieser Ringgeister, Sklaven der neuen Ringe. Dann später ist Bürgerkrieg in Numenor. Das könnte auch da verwurstelt werden, würde ich mal sagen. Sauron wird als Gefangener nach Numenor gebracht. Und Numenorer bauen große Kriegsflotte, von Sauron angestiftet. Und die greifen ja dann durch Sauron aufgestachelt Valinor an und werden ja besiegt. Dann ist eben der berühmte Untergang Numenors, auch dieser ganzen Insel. Valinor wird der Welt entrückt. Früher ist man ja einfach übers Meer nach Valinor gefahren. Man durfte zwar da nicht als Mensch oder so an Land gehen, aber es war von Mittelerde aus übers Meer erreichbar. Und später wurde das ja quasi der Welt entrückt. Also dann waren nur noch die Schiffe, die eben von den Grauen an Furten losgefahren sind, die konnten noch über diesen direkten Weg fahren, aber eben alle anderen konnten nicht mehr übers Meer quasi nach Valinor gelangen, weil es im Prinzip so der Welt entrückt war. Ich denke, das könnte dann das Ende der zweiten Staffel sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann in der dritten Staffel es mit der Gründung der Exilreiche Gondor und Arnor beginnt. Dann eben Sauron ist entkommen da und der kommt dann nach Mordor. Sauron greift Gondor an und erobert Minas Ithil. Dann Gil-galad und Elendil schmieden das letzte Bündnis und reiten erstmal nach Imladris, also nach Bruchtal. Die überschreiten dann mit ihrem Heer das Nebelgebirge, dann findet ja die Schlacht auf der Dargolat und statt und endet mit Saurons Niederlage. Dann belagern die Heere Barad-dûr, also diesen Turm von Sauron. Sauron wird dann von Elendil und Gil-galad besiegt, kommen aber leider ja dabei um. Isildur nimmt dann eben diesen einen Ring von Sauron, den vorher sein Vater von dessen Finger geschnitten hat. Und ich denke mal, damit könnte die dritte Staffel zu Ende gehen. Ja, und mit der vierten Staffel müssen wir ja dann wohl oder übel ins dritte Zeitalter kommen. Wohl oder übel, es ist ja schon
so viel spekuliert worden, dass wohl auch noch das Leben von Aragorn und eben seiner Jugend irgendwie da in dieser Serie mit verwurstet wird. Es ist scheinbar auch schon irgendwie unter den Schauspielern so ein Gerücht umgegangen, dass man sich schon nach einem passenden Schauspieler für diese Rolle umgesehen hat. Und rein von dem, was ich jetzt so rausgeforscht, ist jetzt übertrieben, aber ich habe mir diese großen Wellenbewegungen, irgendwas fängt an und findet seinen Abschluss in irgendeinem bestimmten Höhepunkt. Und da fehlen mir eben noch zwei so große Höhepunkte beziehungsweise solche Wellenbewegungen. Und eben diese wird wohl eben mit Beginn des dritten Zeitalters weitergehen und eben der vierten Staffel von dieser Serie. Ich denke, das könnte zum Beispiel mit Isildur anfangen, wie er diesen weißen Baum in Minas Anor pflanzt. Und dann geht es natürlich weiter mit der Schlacht an den Schwertelfeldern, in der den einen Ring verliert, in der der Ring verloren geht. Dann später gibt es eben diese Invasion der Ostlinge nach Gondor. Da gibt es dann auch wieder Krieg und Schlachten und diese Ostlinge werden dann besiegt und später dieses Umbar erobert. Danach wird auch noch Harad erobert und Gondor befindet sich im Prinzip auf dem Gipfel seiner Macht. Danach fällt eben aber leider Gottes wieder ein Schatten auf das Ganze und vor allem auf den bis dato Grünwald genannten Wald. Der wird da dann irgendwann mal als erstes Mal zum Düsterwald umbenannt. Denn das ist da, wo Sauron wohl wieder auftaucht und dort in Dol Guldur zugange ist. Ja. 1050 im dritten Zeitalter werden das erste Mal die Perianat, also die Hobbits, erwähnt, als die Haarfüße nach Eriador einwandern. Ich glaube, das wird bestimmt auch irgendwie in diese Serie noch vorkommen. Irgendwie. Die Orks werden auch wieder zahlreicher. Und der Hexenkönig von Angmar dringt in Arnor ein. Dann gibt es eben diesen Krieg mit diesem Hexenkönig. Und der Amon Sul fällt an den Hexenkönig. König Falkar stirbt und Bürgerkrieg der Sippen bricht in Gondor aus. Das wird bestimmt auch da vorkommen, da bin ich mir sicher. Die Rebellen fliehen und besetzen Umbar, also das sind diese Korsaren von Umbar dann später. Sieg über Harad. Die Perianat ziehen fort aus Bri und erhalten von Argileb II. Das Land westlich des Baranduin. Das ist so die Entstehung des Auenlandes. Ich glaube, das wird auch irgendwie auch in der Serie vorkommen. Vor allem, wenn dann noch die aus Dunland die Starren zu den Hobbits da im Auenland stoßen. Das ist ganz schön umfangreich, ne? Danach findet der Angriff der Wagenfahrer auf Gondor statt, wobei dann Gondor viele Gebiete im Osten da verliert. Gondor und Arnor schließen da aber ein Bündnis gegen die Wagenfahrer und besiegen die bei der Schlacht auf der Dagolath.
Leider greift aber dann wieder der Hexenkönig von Angmar an und überrennt Arthedain und erobert Fornost, also diese Festung von Arnor. Die Hauptstadt, glaube ich auch, das ist es. Ne? Ja, Earnol landet aber dann in Lindon und besiegt den Hexenkönig bei Fornost. Und ich denke mal, das wird dann auch schon so das Ende der vierten Staffel sein. So dieser Sieg über diesen Hexenkönig. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Abschluss für diese vierte Staffel ist. Ja, und dann komme auch eben zur fünften Staffel. Das Ganze ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen streckbar, falls es mehr als fünf Staffeln gibt. Also, ne? Aber ich denke mal, wenn es eine fünfte Staffel so in dem Abstand gibt, dann könnten wir auch vorstellen, dass es anfängt mit Bucca vom Bruch, wird erster Teil des Auenlandes und eben, dass der Hexenkönig nach Mordor geht. Ja, Thrain kommt zum Erebor und gründet das Zwergenkönigreich. Die Nazgûl greifen Gondor an und erobern Mittelerde. Minas Ithil, und dann heißt es ja eben Minas Morgul. Sauron ist dann in Dol Guldur und wird vertrieben von Gandalf, aber kehrt aber später wieder dorthin zurück. Dann haben wir den Auftritt der Rohirrim. Die eilen damals ja Gondor zu Hilfe und lassen sich in Kelenardor, also das, was dann später eben Rohan heißt, nieder. Orks dringen in Eriador ein. Bango Brasdurk besiegt eine Bande Orks im Nordviertel. Rohan wird von den Korsaren angegriffen und zieht sich nach Helms Klamm zurück. Gandalf kommt aus dem Auenland zu Hilfe und dann wird alles gut. Dann haben wir Smaug, der überfällt den Erebor und zerstört Tal. Der Krieg der Zwerge kommt vielleicht dann auch vor gegen die Orks. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Bilbo, wird im Auenland geboren und Aragorn wird geboren und ja, so weiter. Dann eben die Geschichte um der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere. Frodo, ja, bekommt den einen Ring und so weiter und so fort. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich in der fünften oder sechsten, siebten Staffel, je nachdem, zum Schluss dann doch noch um die Ereignisse um der Herr der Ringe gehen könnte. Ja, aber ich denke mal, dass das so in groben Zügen so die Grundhandlung von dieser Serie sein könnte. Klar, ist jetzt immer noch sehr spekulativ, aber nach allem, was ich so jetzt gehört habe, wie diese Serie wohl starten soll und was eben auch noch drin vorkommen soll. Also wie gesagt, das startet mit dem zweiten Zeitalter und da wird es wohl auch um das Ringeschmieden und so weiter gehen, um die Numenore und später soll es auch irgendwie um Aragorn noch gehen, also muss auch ein Teil im dritten Zeitalter spielen und was bietet sich für die ganze Serie natürlich dann als krönendes Ende ab. Was zeichnet sich da ab? Natürlich auch ein Stück weit dann die Handlungen von der Herr der Ringe oder eben der Hobbit. Das muss nicht sein, aber in gewisser Weise bietet sich's
trotz allem an. Denn ganz viel natürlich wurde in diesen Verfilmungen weggelassen oder auch geändert. Und das könnte man eben mal gerade rücken. Und so hätte vielleicht auch einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus der Herr der Ringe, der gute Tom Bombadil, auch noch einen Auftritt in der ganzen Serie. Ich hoffe, dass da die Dreharbeiten auch bald stattfinden und dann möglicherweise schon 2020 die erste Folge laufen könnte. Ne? Bisher steht es leider noch nicht fest. Das ist eigentlich so alles, was man jetzt weiß und was ich mir nach reiflichem langen Überlegen und Grübeln so überlegt habe. In diesem Sinne viel Spaß auf jeden Fall bei dieser kommenden Serie. Ciao.